So, jetzt kommen wir zu meinem Gast heute Abend. Hier ist Matthias Belz. Ne? Ja. Schön, ne? Stimmt, sauber. Ja. Was magst du trinken, Matthias? Was gibt's? Wasser oder Bier? Jetzt habe ich keine Uhr dabei. Nehme ich mal ein Bier. 11 geht schon, ne? Geht schon, ja. Geht schon. Preisgünstigste Arbeitskraft im deutschen Fernsehen, meine Schwester, arbeitet jeden Abend hier für umsonst, bringt dir jetzt dein Bierchen. Ja, wir müssen sparen, mein Lieber. Auch an der Biermarke. Geht aber. Aha. Mhm. Das ist gut. Aber es geht. Es geht, ja. Geht wirklich. Du wirst dich morgen noch dran erinnern. Morgen früh. Matthias, du hast schon gesehen, das ist ein Hochsicherheitstrakt hier, wo wir hier arbeiten. Ist abgelaufen? Ja. Das ist gültig bis 3. Februar. Nee, bis März 2002. Ach du Scheiße. Ja, kannst du noch ein Jahr lang dran nuckeln. Ein Hochsicherheitstrakt, du hast schon festgestellt hier unten. Ja. Wir müssen eine Taschenkontrolle durchführen, das haben wir dem Intendanten so versprochen. Ja. Außerdem interessiert es uns natürlich brennend, was hat ein Kabarettist in seinen Hosentaschen, wenn er so abends unterwegs ist in seinen Jackentaschen? Zum Beispiel habe ich in meiner Jackentasche meine brandneue CD. So ein Zufall. Eigenes Konto von Matthias Belz. Ja. Den hast du nicht dabei. Oder hast du vielleicht noch deinen neuen Film? Kuli, ich habe hier noch was, ein Prospekt, oder? Notizblock ist das, ne? Notizblock. Machst du dir manchmal Notizen so spontan, wenn du unterwegs bist und dir fällt was Gutes auf oder ein? Hier habe ich hingeschrieben, ich bin so lärmempfindlich, ich will mal in einer lärmgeschützten Urne begraben werden. Hier Independence-Konzert in Bonn. Also du nimmst auch Flyer mit? Ja, hier. Ist für alles empfänglich? Ja, das ist nix. Du kommst gerade, sonst das war's? Ja. Noch ein paar Stifte, noch ein paar Zettel. So richtig spannend auch nicht, ne? Nee. Du kommst gerade aus dem Main-Tower? Ich komme aus dem Main-Tower. Ihr habt eine Sendung aufgezeichnet für den Hörfunk. Ja, für HR1, die Sendung Komik und Sport waren das Das war das Motto? Das war das Motto, ja. Es ging um die Frankfurter Eintracht? Das war sehr schön, ja, das war sehr... Es geht nicht um die Frankfurter Eintracht, das ist, hat ja mit Komik im Moment nichts zu tun. Willst du? Das geht in die Depression und da waren da die Monika Koch-Emsermann, Sportjournalistin, war früher Trainerin der Damenmannschaft vom FSV. Mhm. Dann war da, der Werner Hansch. Mhm. Ein geiles Tor. Ja, genau, ein geiles Tor. Da in Leverkusen im Haberlandstadion ist wieder ein Wetter zu melden, Zeugen. Und der Werner Kieser, der macht diese Trainingsstudios da, wo man Kraft sammeln soll. Mhm. Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Sportkomik, ist es miteinander zu verbinden? Dass es unglaublich blöd ist, wenn Sportler sagen, keine Macht den Drogen. Warum? Weil sie eh alle durchgeknallt sind. Eben, weil es auch nicht geht. Und die Hauptdroge in Deutschland, haben wir festgestellt, ist der Alkohol, das stimmt auch. Weil das kennen wir, das soziale Ideal unserer Republik ist der Alkoholiker, der seine Sucht im Griff hat und rechtzeitig zur Arbeit erscheint. Und damit ist das weitgehend demokratisch abgehandelt. Du bist gerade auf Tournee auch mit deinem neuen Stück, Eigenes Konto. Ich blende noch mal kurz die CD ein an der Stelle vielleicht. Oh, schön. Worum geht's in deinem aktuellen Werk? Das kann man nur in 2 Stunden erzählen. Also, es geht, sagen wir mal, so ein unglaublich komprimiertes Werk. Das dauert einfach, das alles zu erzählen, diesen Reichtum, diese ungeheure, charmante Vielfalt der Themen. Also das ist... Da muss man hingehen und deswegen bin ich auch am Samstag jetzt in der Alten Oper. Hier in Frankfurt am Main? Hier in Frankfurt am Main, genau. Die Frankfurt an der Oder haben, glaube ich, gar keine Alte Oper. Aber, oder dann in Langenhagen, das liegt bei Hannover. Auch mal interessant, von Frankfurt mal da hochzufahren. Viele haben es ja nicht gemacht während der Expo, haben gesagt, da fahre ich nicht hin. Und ja. Jetzt fährst du hin. Der Nazi-Hausmeister ist aber nicht mehr dabei, ne? Nee, das war auch kein Nazi-Hausmeister, das ist immer dieses Missverständnis. Hat der Jürgen Trittin jetzt auch gemerkt, der sagt viel zu schnell, also sowas. Ne? Das war einfach ein ganz normaler Mensch, der seine gute Laune oder auch seine schlechte Laune ausdrückt. Ne? Also einfach froh ist, wenn er zu Hause ist, weil er davon niemand belästigt wird. Mhm. Und all diese Dinge, die Menschen so nett machen oder gerne die Nachbarn in der Sauna in die Luft jagt, weil die so laut sind. Also alle diese Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Ne? Mit Nachbarn mal umzugehen, so wie man es... Deswegen ist er doch kein Nazi-Hausmeister. Überhaupt nicht, das ist ein ganz normaler Vorgang. Und ich meine, man macht es halt nicht, weil aus irgendwelchen Gründen oft hast du keine Zeit oder der Nachbar ist nicht da. Oder er ist gerade mal ruhig. Er ist gerade mal ruhig, dann kannst du sagen, hör auf mit dem Lärm, du mach doch gar nichts. Trotzdem schieße ich dich tot. Nee, also
der ist jetzt weg, der Hausmeister. Außerdem, Hausmeister ist ja auch jetzt nicht so originell, das haben schon ganz viele Leute gemacht. Ich hatte mich auch gewundert, Nazi-Hausmeister ist ja eine Doppelung. Ist ja wie Haarfrisur oder Jeanshose oder Movie. Oder, das ist ja einfach doppelt, ne? Deswegen hatte ich mich eh schon gewundert. Nö, das ist nicht richtig. Ich habe so einen wunderbaren Hausmeister, da muss ich mir auch mal diesen Berufsstand... Gebäudemanager waren das dann. Das war zum Beispiel in der Gießener Uni ein Hausmeister, der während der berühmten Studentenbewegung gesagt hat, Kinder, ihr müsst doch die Tür nicht eintreten, ich kann es euch da aufmachen. Das, was wollt ihr denn? Welchen Saal wollt ihr denn? Wo wollt ihr denn diskutieren? Alle aufgeschlossen. Ehrlich? Der Kerl hat uns völlig fertig gemacht. Ja, war gut. Über dein Programm wurde geschrieben, du führst das Publikum von der Hoffnungslosigkeit zur Trostlosigkeit und dann direkt wieder zurück zur Hoffnungslosigkeit. Warum quälst du denn das Publikum so? Na, ich quäle das Publikum nicht. Ich formuliere es ein bisschen anders. Ich sage, ich führe sie heute Abend von der Hoffnungslosigkeit über die Verzweiflung hin zur Trostlosigkeit. Mhm. Eine kurze Pause, also wieder nach Hause zurück. Und das ist ja kein Quälen, sondern es ist die Realität. Mhm. Und gegenüber dieser Realität eine gute Stimmung zu produzieren, das ist ja die Aufgabe des Kabaretts letztendlich. Wie ist es jetzt für dich? Hier im Raum, schön. Ja, freut mich. Nach dem ganzen Regierungswechsel, die neue Regierung, liefert die eigentlich genug? Es gibt ja keine Claudia Noltes mehr, es gibt keine Blüms mehr. Also die Alte hatte doch mehr zu bieten, oder? Nee, die Alte war ja so lange dran, du konntest die ja nicht mehr sehen. Also das war ja schon aus humanitären Gründen wichtig, dass da was Neues kommt. Und das geht doch einfach nicht nach 16 Jahren Witze über Kohl zu machen, da kannst du dir gleich totschießen. Das ist ja furchtbar, ne? Und deswegen war es gut, dass die Neuen drankommen. Die haben auch erst alles falsch gemacht und das war wunderbar. Und dadurch entstand ja auch ein bisschen Freude. Eben neue Gesichter, dieser neue Kanzler hat ja auch viel Humorwert. Mhm. Dann, Findest du? Ja. Meinst du, er trägt für 16 Jahre Witze? Nee, das nicht. Aber er hat Humorwert, wenn er so steht. Oder das ist, als allererstes fangen die schon mal einen Krieg an. Das hat, da hat der Kohl nie geschafft. Ne? Der hat so lange da rumgehangen. Und, oh, keiner lässt mich mal. Und, dann waren die gut drauf und der Scharping ist doch grandios, dass es sowas gibt. Ich meine, ich weiß, dass er inzwischen in Frankfurt die Bürger im Nordend belästigt, weil er da mit seiner neuen Freundin über den Öderweg läuft. Halt das auf in der Schweinerei. Da müsste eigentlich einen Passierschein haben. Dass du ihn da durchlässt, das kommt aus dem Viertel, aber naja. Herrscht ja keine Gerechtigkeit mehr. Du sagst, du hast viel von Wilhelm Busch gelernt. Mhm. Was gefällt dir denn so an Wilhelm Busch? Was war es, was dich da... Erstmal die Komik, die er gezeichnet hat, das ist wunderschön. Dann diese Sprüche, es gibt nichts Gutes. Das ist Quatsch. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Das ist einfach wunderbar. Man braucht überhaupt nichts machen, du musst es nur unterlassen. Du sagst, was machen wir heute Montag? Und dann lasse ich mal einen Völkermord. Oder? Oder? Quint. Oder einen Ladendiebstahl. Nein, mal einen Ladendiebstahl. Heute unterlasse ich den Ladendiebstahl. Schon hast du eine gute Bilanz für den Tag. So ist recht. Ne? Wir wollen den Ja, du, ja, was denn jetzt? Das Wahlergebnis von Petra Roth. Das war auch eher gelassen. Wir haben hier ganz wunderbar das neue Wilhelm Busch-Buch. So sah das in meiner Großmutter auch aus. Ja, so bei uns ungefähr. Auf dem Klo lag das auch. Ich habe es früher auch mal gelesen. Wir wollen es den jungen Menschen ein bisschen näher bringen. Ja. Und auch mir, Wilhelm Busch. Und zwar haben wir hier ein paar Stücke rausgesucht, ein paar besonders schöne. Ja. Und ich würde dich bitten, die uns vorzulesen. Ich werde die gleichzeitig mit der Kamera zeigen. Und... Der Rabe. Gleichzeitig wird noch geraten, um welche Stücke es sich handelt. Also wie das Stück heißt. Also bitte nicht sagen. Mhm. Sie zu Hause können mitmachen bei diesem unheimlich lustigen Spiel und beweisen, dass Sie noch wissen, wer Wilhelm Busch ist. Und, gewesen ist. Der ist doch tot. Ja, gut, gewesen ist vor 169 Jahren. Wenn Sie das machen wollen, rufen Sie bitte diese Nummer an. 081 und dann Late Lounge. Toll geübt. Das ist ja super, ne? Ein Weltspitzenpublikum. Zur Ortsgesprächsgebühr 0801 Late Lounge können Sie uns erreichen und da können Sie mitspielen, wie die Stücke heißen. Ich gebe Ihnen drei zur Auswahl. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ach, das ist Millionär werden, drei zur Auswahl. Ne? Hier genau. Geht das so genau. Pass auf, wir fangen an. Wir haben es ein bisschen eingezeichnet von da bis. Das Zeichen zu Ende ist, bis da. Ach so. Ja? Und dann machen wir das nächste Stück. Das geht ja so runter. Genau, das geht so runter. Also, du liest und ich zeige. Er hebt das Glas und schlürft den Rest, weil er nicht gern was übrig lässt. Ei, ei, ihm wird so wunderlich, so leicht und doch absonderlich. Er krächzt mit freudigem Getön und muss auf einem Beine stehen. Der Vogel, welcher sonst fleucht, wird hier zu einem Tier, was kreucht. Sehr schön. Das ist ein bisschen Kritik am Alkoholismus. Ich finde es eigentlich sehr positiv dargestellt, zumindest am Anfang. Also sieht auch sehr lustig aus, wie er da trinkt, oder? Ja. Sieht eigentlich sehr fröhlich aus. Wir gucken mal, ob wir schon jemanden haben.
Guck mal hier. Frank! Ja, Frank aus Göttingen. Genau. Bitte schön. Frank aus Göttingen. Frank aus Göttingen, sehr schön. Ja, Frank. Das ist Hans Huckebein, der Unglücksrabe. Stimmt. Richtig. Richtig. Hans Huckebein. Ich wollte ihm noch zur Auswahl geben, aber du hast es gleich von selbst sofort erkannt. Erkannt, wunderbar. Du kennst ein bisschen aus mit Wilhelm Busch. Ja. Bitte? Ja. Ja, wunderbar. Schön. Dann nehmen wir das Nächste. Ja. Genau. Ah. Da fangen wir an. Richtig? Ja. Genau, das ich bebilder das. Das ist die Szene mit Beckenbauer. Hier, halt ihn eben mal, Papa. Ich gehe und rufe die Mama. Man hört auch Heinz Erhardt so ein bisschen durch. Ja. Der Vater trommelt an den Scheiben, um Willis Trauer zu vertreiben. Er lässt ihn in den Spiegel schauen. Der Willi schreit, bis dass er braun. Was soll das? Horch, Willi, horch, die Tick-Tack-Uhr. Der Willi schreit noch Ärger nur. Schu-schu, mein Herz, schlaf ein, schlaf ein. Er fängt noch lauter an zu schreien. Mit List zeigt er die Zipfelhauben. Umsonst. Der Willi will's nicht glauben. Jetzt macht er einen Butzemann. Oh weh, nun geht's noch schlimmer an. Wilhelm Busch. Frank, hast du eine Ahnung? Muss ich passen. Du musst passen, ich gebe dir drei zur Auswahl. War das der Schreihals? War das Willi Winzig oder war das die Nervensäge? Der Schreihals. Sehr gut. Schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Frank, haben wir noch. Was hier? Das ist mein Liebster. Frauen schlagen, gefällt mir sehr gut. Da geht's los. Ja, da geht's los. Genau, da geht's los. Er aber kehrt sich... Nee, fang ruhig vorne an. Wir fangen doch da an, sorry. Des Mittags, als es 12 war, setzt sich zu Tisch der Herr Aktuar, was immer das ist. Er schaut bedenklich, ernst und stille die Suppe an durch seine Brille. Und durch die Brille scharf und klar entdeckt er gleich ein langes Haar. Nun, sprach die Frau, das kann doch wohl mal passieren. Hast du mich lieb, so wird's dich nicht genieren. Er aber kehrt sich schleunigst um und holt die Flasche, die voll rum. Er trinkt und ist so sehr verstockt, dass selbst die Wurst ihn nicht mehr lockt. Ach, denkt die Frau, wie wird das enden? Und sucht die Flasche zu entwenden. Doch hierin kennt er keinen Spaß. Gleich, stell sie her, sonst gibt es was. Und schon ergreift er mit der Hand den Stock, der in der Ecke stand. Die Frau versucht zu fliehen, indes der Hakenstock verhindert es. Ein Schlag, gar wohlgezielt und tüchtig, trifft und zerbricht die Flasche richtig. Nun nimmt die Frau die Sache krumm und kehrt sich zur Attacke um. Sie hat die Brille und freut sich sehr, der Mann steht da und sieht nichts mehr. Er tappt herum als blinder Mann, ob er den Feind nicht finden kann. Ach, es geht noch da weiter, ja. Mhm. Und tappt in seiner blinden Wut, ouch, an des Ofens heiße Glut. Das heißt, also der Hauptverletzte ist nachher der Mann. Das ist so die Moral von Wilhelm Busch. Ne? Genau, bis dahin. Frank, hast du eine Ahnung? Bin ich ganz sicher. Nicht ganz sicher? Ich gebe dir nochmal drei zur Auswahl. War es der Hackenstock, war es die Züchtigung oder war es die Brille? Dann war es die Züchtigung. Kann ich nur halb gelten lassen, um nicht zu sagen, gar nicht. Also, du warst einfach nicht. Du hast noch zwei Versuche. Der Hakenstock. Aufhalsch. Jetzt hast du noch einen. Du hast noch einen Versuch. Und du willst einen Joker nehmen. Die Brille. Ich glaube, er hat die Brille gesagt. Richtig. Es war die Brille. Danke. Frank, du bekommst unsere schicke Unterhose zugeschickt. Ja? Es gibt nur Gewinner. Danke, Frank. Vielen Dank. Ciao. Sehr gut. Frank aus Göttingen.